Die düstere Mette ist ein sehr beeindruckender Gottesdienst im Rahmen der Karwochenliturgie, der Gottesdienste in der Karwoche vor Ostern. Sie wird hier bei uns im Dom zu Münster am Mittwochabend gefeiert, obwohl Matutin eigentlich ein Morgengottesdienst ist. Matuta ist die Zeit während der Morgenröte, also kurz vor dem Tagesanbruch, und dort wurde früher in Klosterzeiten und auch heute noch ein eigenes Morgenlob gebetet. Daher kommt der Name Matutin und davon abgeleitet der deutsche Name Mette. Düstere Mette heißt dieser Gottesdienst hier bei uns zum einen wegen der Thematik, wegen der Inhalte. Es geht um das Leiden und Sterben Jesu Christi, um seinen Verrat am Gründonnerstagabend, also die letzten Stunden sozusagen vor dem Tod Jesu. Es werden die Klagelieder des Jeremia gesungen. Die Lamentation ist in einer besonderen beeindruckenden Vertonung von Vittoria. Und zum anderen heißt düstere Mette dieser Gottesdienst deshalb, weil im ohnehin schon spärlich beleuchteten Dom in der Mitte des Altarraums dieser 15-armige Leuchter steht und nach jeder Lesung, nach jedem Psalm und nach jedem Antwortruf wird eine dieser 15 Kerzen verlöscht, bis am Ende nur noch die oberste, die eine Kerze brennt, die dann ganz zum Schluss gelöscht wird. Damit fällt der Dom dann in völlige Dunkelheit. Die Priester verlassen ungeordnet, anders als sonst, den Chorraum des Domes, machen dabei Krach, was zum einen an den Schrei, den Sehnsuchtsschrei nach Jesus Christus, dem Licht der Welt, und zum anderen an die ungeordnete, an die Schöpfungsordnung, die jetzt durch den Tod Jesu Christi auf den Kopf gestellt ist, erinnern soll. Die Gegenbewegung findet dann in der Osternacht statt. Dort wird das Licht, das Osterlicht mit der Osterkerze in den Dom hineingetragen und von da aus verbreitet sich das neue Licht unter den Gläubigen. Die Gegenbewegung also genau zu dem Gottesdienst, den die düstere Mette insbesondere mit diesem Leuchter in der Karwoche symbolisiert.